Wir sind gerade angekommen, und zwar in Groß-Kummerfeld. Hier wollen wir Ihnen heute einen ganz besonderen Mann vorstellen. Die Kollegen vom Team Schleswig-Holstein 18 Uhr rödeln noch ganz viel rum. Die haben natürlich unglaublich viel Equipment, damit wir diesen Mann auch richtig einfangen können. Er ist übrigens ein Allround-Talent. Er ist Comiczeichner, Illustrator, Grafiker, Autor und Regisseur. Sie kennen vielleicht nicht sein Gesicht, aber vielleicht seine Comics. Zum Beispiel Fix und Foxy hat er gezeichnet und auch den Fußballcomic Bertis Buben. Wir wollen heute diesen Mann kennenlernen, das machen wir jetzt. Wir wissen natürlich nie, was die Menschen so denken, die wir besuchen. Aber wir klingeln mal. Mal gucken, wie es ihm geht. Tür ist auf, wir gehen rein. Ups, na? Ach du Scheiße, ganz vergessen. Der NDR kommt. Was zieh ich bloß an? Das hier? Das hier? Oder das hier? Oder vielleicht doch lieber das hier? Also ich finde den Anzug wirklich schnieke und bin ganz froh, dass es nicht die Herzchen-Boxershorts geworden ist. Das hier ist übrigens der Raum des Geschehens. Hier zeichnet und arbeitet Lutz Mattesdorf und vor allem am Computer mittlerweile, ne? Ja, leider muss man heutzutage fast alles nur noch am Computer machen. War ja schön, immer die Handarbeit zu machen, aber heutzutage, das geht schneller und auch wesentlich exakter als früher dann. Dürfen wir mal lupen und gucken, wie das so funktioniert? Ich kann das ja mal zeigen. Man macht also heutzutage eine Skizze direkt auf dem Computer. Man hat einen Stift, mit dem man auch direkt malen kann. Und man kann halt jetzt auch direkt in diesem Bild Farbe reinführen und das Ganze anmalen oder dem Ganzen ein paar kleine Figürchen dazu malen. Das wäre jetzt die Skizze. Das Ganze wird dann ins Reine gezeichnet. Wie lange dauert das, bis so ein Comic fertig ist? Eigentlich so eine, man kann so eine Seite, kann man rechnen, 2 bis 3 Tage, muss man schon damit rechnen. Ne? Alles, das dauert ja doch schon relativ lange. Das ist eine lange Zeit, ja. Das ist trotz dieser einfachen Sachen, die man jetzt, die Vereinfachungen, die man hat, kommen viele Dinge dazu, wo man noch mehr eben machen muss. Aber man hat teilweise, also früher eine Woche hat man schon gebraucht, um seine Zeit. Mit solchen Stiften übrigens, ne? Genau. Die sehen aus wie Lippenstifte. Genau. Aber wie ist das jetzt, wenn Sie einen Auftrag bekommen? Dann bleiben Sie ja nicht hier sitzen im Raum des Geschehens, sondern gehen erstmal raus. Genau. Warum? Ich habe so meinen Inspirationswollknäuel, das ist mein Hund. Den nehme ich mir dann und dann gehe ich mal durch die Gegend, wenn ich einen Auftrag habe oder ich bilde mir ein, ich hätte einen Auftrag, zum Beispiel machen Sie was zum Bügeleisen, dann gehe ich mit dem Hund rum, laufe einmal in der Gegend herum und meistens habe ich dann sofort eine Geschichte. Okay, das ist dann der kreative Prozess. Und Sie schreiben sich das ja dann auch alles auf, so stichwortartig. Genau. Ne? Dürfen wir da auch mal lupen? Genau, ich habe so ein kleines Büchlein, da wird dann alles reingeschrieben, was man so an Ideen hat. Wenn man jetzt zum Beispiel das Salto-Seminar in Guadalooping, jetzt komme ich schon selber durcheinander, oder die Wurstbebratungsstelle, das sind alles so Ideen, die ich dann einfließen lasse, vielleicht demnächst in irgendwelche Comics. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr kreativ an. Ja. Angefangen hat ja alles in der Schule, ne? Da haben Sie ja auch schon ganz viel gezeichnet. Genau, ne? Genau. Ich habe meinen Lehrer, die langweiligen Schulunterricht, da habe ich dann meinen Lehrer oder meine Klassenkameraden mitgezeichnet und die haben sich dann sehr amüsiert und die habe ich dann unterhalten in der Zeit. Okay, und danach wurden Sie aber nicht direkt Comiczeichner oder haben irgendwie Design oder Grafik studiert, sondern sind ja Pädagoge geworden. Genau. Und dabei ist dann sowas rausgekommen. Genau. Wie kam das denn? Man wollte mich nicht beim Studieren haben. Und da habe ich gedacht, dann machst du das, was dir am besten passt. Und da habe ich mit kleinen Jungs und kleinen Kindern habe ich immer Sport getrieben. Und da habe ich gesagt, dann mache ich Sozialpädagoge. Aber Sozialpädagoge selber, da bin ich vom Zeichner nicht losgekommen, habe mein Geld nebenbei verdient noch damit und habe dann angefangen, die ersten kleinen Comichefte halt auch zu machen. Das ist dann der erste AIDS-Comic, den es gab, also auch sozialpädagogische. Oder hier zum Tablettenmissbrauch habe ich dann kleine Illustrationen gemacht für solche Geschichten. Und nach dem Studium habe ich dann direkt angefangen, professionell selber zu arbeiten und habe dann meinen eigenen Verlag rausgebracht und habe meine ersten eigenen Bücher. Mit Bauer Harms. Genau, so. Bauer Harms aus Kleinkummerfeld war dann mein erstes selbst herausgebrachtes Buch, das ich gemacht habe und habe dann 2 Jahre später das erste Mal ein großes Buch gemacht beim Rowohlt Verlag
Und das wurde ja dann gleich ein Bestseller. Da hatte ich ja richtig Glück. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, über den ersten großen Erfolg. Neben Lutz Mattesdorf gibt es übrigens noch so einige andere Comiczeichner bei uns im Land. Denn kleine bunte Bildchen haben in Schleswig-Holstein schon eine lange Tradition. Die Comicfigur mit der Knollnase ist sein Markenzeichen. Röttger Feldmann, besser bekannt als Brösel, der zeichnerische Vater von Kultfigur Werner. Die ersten Striche von Werner entstehen auf Bierdeckeln im Club 68 in der Kieler Ringstraße. 1978 erscheint der erste Werner Comic. Es folgen Bücher und Filme. Feldmann springt auf den kommerziellen Zug auf, geht mit seinem Achterbahnverlag an die Börse, 2003 dann die Insolvenz. Für Brösel kein Grund aufzuhören und so bleibt Werner ein biertrinkender Schlosserlehrling, der auf seinem Motorrad durch die Comicwelt knattert. Ruhig dagegen der Zeichner A. Paul Weber. Der Ratzeburger beginnt seine Karriere während des Ersten Weltkriegs als Karikaturist bei einer Armeezeitung. Seine Werke sind geprägt von Antisemitismus und völkischen Stereotypen. Zwar arbeitet er während des NS-Regimes mit den Widerstandskreisen zusammen, aber es ist bekannt, dass er auch für die Nazis zeichnete. Auch 32 Jahre nach seinem Tod sorgen seine Werke und Ansichten daher für Diskussionen. Und die nächste Generation macht schon weiter. Kim Schmidt, 1965 in Harrislee geboren, veröffentlicht er seine ersten Zeichnungen im Flensburger Anzeigenblatt Moin Moin. Comicfans kennen den Norddeutschen auch unter dem Namen Kim Cartoon. Sein Markenzeichen sind witzige Sprüche, verknüpft mit Comiczeichnungen. Diese erscheinen dann neben dem Deutschen auch auf Platt, Friesisch und Dänisch. Lutz Mattesdorf hat auch schon mit vielen anderen Comiczeichnern zusammengearbeitet, quasi in der Symbiose. Was ist dabei entstanden? Also ich habe auch gerne mit Volker Sponholz zusammengearbeitet. Mit dem zusammen ist unser größter Hit auch damals gelaufen, Bertis Buben. Und mittlerweile arbeite ich mit Gabriel, auch ein Zeichner, der lange Zeit in Schleswig-Holstein gelebt hat, zusammen und habe Jogis Löwen gemacht. Und damit machen wir sogar jetzt auch Filme. Okay. So, Jungs, dieses ist das eine Spiel, auf das wir immer gewartet haben. Es geht um alles. Darum wollen wir jetzt nochmal unsere mentalen und geistigen Kräfte sammeln. Entspannt jetzt völlig und stellt euch nun vor, ihr seid leicht, ganz leicht. Dieses blöde Drecksding, das verdammt nochmal endlich wieder in die alte verstaubte Scheißvitrine in der DFB-Zentrale in Frankfurt-Niederrad zurück soll! Du Jogi, wir müssen jetzt raus. Das Spiel geht gleich los. Ist gut, Jungs. Geht schon mal vor. Ich komm gleich nach. Animationsfilme gehören auch zum Repertoire und natürlich auch Aufträge von allen möglichen Firmen, die zum Beispiel Firmenvideos und Firmenanimationsfilme eben gerne haben wollen. Warum ist das wichtig? Ist es nicht möglich, alleine zum Beispiel von den Einnahmen von Fix und Foxy zu leben? Ja, leider nicht. Also als Comiczeichner hat man es doch ziemlich schwer. Die Margen, die da gezahlt werden, sind auch ziemlich gering und die Arbeit ist wesentlich größer, als man jetzt, man ist nur Autor, man muss halt sehr viel in die Zeichnungen reinsetzen und sehr viel tun dafür. Und Animationsfilme ist jetzt ganz neu, das kommt jetzt auf durchs Internet. Viele Firmen möchten Erklärungen haben, möchten das witzig aufgemacht haben. Internet ist halt auch mehr als nur Lesen, sondern auch ein bisschen Bewegung und das muss damit rein. Und da kann man doch ein bisschen Geld mit verdienen. Und deswegen sind Animationsfilme für uns immer wichtiger. Wir bleiben aber im Herzen immer Comiczeichner, das ist natürlich klar. Oder auch Kinderbücher, wir machen halt auch gerne Kinderbücher. Sowas zum Beispiel, diese Pixie-Bücher im Endeffekt, die ganz kleinen, die ja jeder irgendwie kennt. Da gibt es auch eine Auflage, beziehungsweise ein Büchlein, das ist in die ganze Welt gegangen. Ne? Genau, das ist tatsächlich mein großer, kleiner Stolz, so ein kleines Pixie-Buch, das anfangs sich nur so als Nebenjob herausstellte. Jetzt mittlerweile ist es dann in Australien rausgebracht oder in Polen rausgebracht. Es gibt andere Bücher davon, Sammelbände, in denen es erscheint. Es gibt Hörbücher davon. Also da ist dann tatsächlich, da kann man sagen, da kann man auch ein bisschen Geld verdienen. Dann. Also wirklich, da kann man wirklich Geld verdienen. Genau. Weil, ja, Sie haben ja vorhin erzählt, Jogis Löwen zum Beispiel, dafür haben Sie nur 2.500 Euro bekommen und das Ganze vor Steuer. Aber genau. Ich meine, das ist ja ganz schön häufig verlegt worden.
Das sind drei Monate Arbeit, die man so da reinsteckt. Und wenn man dann überlegt, was so beim Zeichner überbleibt, das sind dann so 7% vom Nettoverkaufspreis. Da muss man eine Menge Geld verkaufen von diesen Büchern. Warum ist das Preisniveau so schlecht in diesem Sektor? Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Also das ist einfach schon immer so gewesen, dass die Zeichner halt sehr wenig verdienen und viel Arbeit mit reinstecken. Da muss man schon sehr, sehr viele Bücher für verkaufen, um tatsächlich davon leben zu können. Und eine reiche Frau haben? Oder eine reiche Frau haben oder eine Frau haben, die arbeitet. Und das ist tatsächlich so, also wenn ich meine Frau nicht hätte, die sagt, ich gehe arbeiten und verdiene hier regelmäßig Geld für uns rein, dann wäre das schon schwierig, davon zu leben, weil es auch sehr unterschiedliche Einkommen sind, dann mal viel, mal wenig. Aber den Job würden Sie immer noch mal wieder machen, oder? Sofort, auf jeden Fall. Ich würde ihn niemandem empfehlen, aber man muss halt hart und hart dabei bleiben und ein bisschen manisch-depressiv sein, aber ich würde sofort wieder machen. Okay, da knüpfen wir nachher nochmal. Wir sind zurück in Großkummerfeld bei Lutz Mattesdorf. Der muss jetzt gleich noch ein bisschen arbeiten, deswegen sind wir schon fast auf dem Abmarsch. Neue Projekte, worum geht's ganz kurz nochmal? Einmal Rodriguez und Dip. Das ist ein Comic, den ich nur für mich selber mache, um einen kubanischen Schlitzrüssler mit einer Nacktmulle zusammen, die in der Stadt Herrlich einen Voodoo-Bedarfsartikelladen betreiben. Oh, hört sich spannend an. Dann müssen wir noch einen kleinen Hund zeichnen. Heute noch für meine Zeitung haben wir mal einen kleinen Comic, in dem mein Hund mit auftaucht. Und der muss heute auch noch fertig gemacht werden. Ein Kinderbuch wartet auf mich, das illustriert werden will. Da muss ich noch kleine Heuschrecken malen. Also viel, viel zu tun. Ja, sehr viel zu tun. Dankeschön, dass wir Sie trotzdem besuchen durften. Wir wollen Sie nicht länger von der Arbeit abhalten und sagen auf jeden Fall schon mal Tschüss. Tschüss.